Weil sie ein großes Arschloch Wie sind. fühlst du dich denn damit? Bist du zufrieden? Stehst du Okay, morgens ich auf sage und willst Ihnen, Leute abzocken? Erzähl mal. bitte, kennen Sie Adolf Hitler? Was hat der denn jetzt damit zu Ja? tun? Was hat der Bitte, jetzt damit zu tun? Der ich ärgert sage ihn. Ihnen den Grund. Ich sage Ihnen das, ja? Gerne. Der Ja, bitte. Ach Adolf, so. oder das bin ich. Also man gibt die Schuld einem anderen. Er war auch Deswegen ein Deutscher. hast du ein Pass auf, gutes Gewissen, weil du gar nicht schuld bist. ich habe Ihnen schon gesagt, ich bin Millionär. Ja. Ja? So, dann machen wir die Musik mal aus. Ja, hallo Alex, grüß dich. Schön, dass du auch da bist als quasi alter Gefährte von mir. Dann Grüße an die anderen. Schön, hallo Kai, hi Kiki, hi Johannes. Schön, dass du auch wieder da bist. Wunderbar. Das freut mich doch. Wir müssen mal gucken. Ich bin diesmal ein paar Minuten, also kurze Zeit früher reingegangen, damit ich sicher gehen kann, dass diesmal auch klappt, weil wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen Startprobleme. Und die wollen wir natürlich vermeiden. Technik müsste soweit stehen. Der Multi-Chat, der funktioniert noch nicht so ganz, aber da arbeite ich noch dran. Ach so, der Thorsten ist dein Vater. Okay, ich bin dein Vater. Ah nee, das kann ich besser. Warte, das kann ich besser. Ich bin dein Ich bin Vater. dein Vater. Ich bin Ich bin dein dein Vater. Vater. Oder ich bin dein Vater. Alles möglich. Ne? Hi Mo, schön, dass du da bist. Wir haben natürlich wieder den Stimmenverzerrer am Start, für den Fall, dass der ein oder andere mich erkennt. Und das wollen wir natürlich dann unterbinden oder versuchen mit dem Stimmverzerrer dann zu ändern. Ja, dann würde ich sagen, telefonieren wir mal los, weil nicht, dass die nachher wieder Feierabend machen. Ich habe ja gestern Abend angerufen, da war keiner da. Und wir wollen ja gucken, dass wir auch jemand erreichen. Wir haben eine Fehlermeldung, wir können alles machen. Ne? Ich muss mal eben lesen, was wir für eine Fehlermeldung haben. So. Windows hat Ihren PC geschützt. Ja, der PC ist gefährdet für technischen Support, wenn Sie sich. Und dann unbekannter Publisher, Windows 10 Manager. Das hört sich doch gut an. Das rufen wir mal an. Weil wir wollen natürlich als erstes jemand erreichen. Jetzt ist Marcel auch da. Ja, guten Tag, mein Name ist Peter von der Firma Support. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Tag, meine Dame ist Hansmann. Ich habe hier so Okay. einen blauen Bildschirm und da steht drauf, dass ich Sie anrufen soll. Okay, ja, richtig. Hier sind Sie vor dem Computer. Ja, ich bin vor dem Computer. Ich habe den zwar einmal Okay. neu gestartet, aber ich habe mir ein Foto von der Fehlermeldung gemacht. Okay, kein Problem, Herr. Ich helfe Ihnen dabei. Ich mache alles für Sie. Super. Wann bekommen Sie dieses Problem? Heute, ich bin im Internet gesurft und habe mir ein paar schöne Seiten angeguckt und dann plötzlich kam diese Meldung. Okay, könnten Sie einmal mir Ihren Namen oder Telefonnummer sagen? Ja klar, also mein Name ist Hans. Hans. Hansmann. Hansmann. Telefon ist 0211. Einen Moment. 02. 11 11 73 73 06 06 99 99 50. 59. Ich wiederhole 02. Ja. Ja, hallo. Ich wiederhole 02 11 Ja. 730 Ja. 69959. 5-0, die Okay. Null am Ende, keine 9. 0. Okay. 50. Okay, Herr.
Yes, einmal sehen Sie auf Ihrem Tastatur ganz unten links, da steht eine Windows-Taste. Es ist mit 4 weiße Fahne. Ja. Einmal halten Sie diese Taste. Mhm. Und gleichzeitig drücken Sie R. Ja. Ja, okay, warten Sie. Und gleichzeitig drücken Sie R, R wie Rudolf-Taste, okay? Windows mit R. Ja, jetzt kann ich was eingeben. Ja, schreiben Sie da www. www. Hallo? Ja. Herr, dann was mache ich? Ich übertrage diesen Ruf zu meiner Herr Physiotechniker. Er hilft Ihnen noch weiter, okay? Danke. Ja, bitte bleiben Sie im Apparat. Hallo, sind Sie noch da? Ja. Vielen Dank, um Frau zu bleiben. So bitte, ich helfe Ihnen dabei. Eigentlich, Sie haben uns gerufen. Natürlich, dann gibt es Probleme in Ihrem Computer. So, werden Sie mir Erlaubnis geben, darf ich das checken? Ja, gerne. Klar. Ja. Okay, bitte. So, bitte, könnten Sie mir sagen, wie alt ist dieses Computer? Oh, so 5 Jahre. 5 Jahre alt, okay. Bestimmt, ja, ja. Und wofür benutzen Sie dieses Computer? So, zum Internet surfen, Online-Banking, also komische Sachen halt. Ne? Mhm. Kein Problem. Zuerst bitte, ich checke hier etwas Wichtigste. Mhm. Okay, seien Sie geduldig. Warten Sie kurz. Okay, seit halbes Jahr. Und Sie haben mir gesagt, Sie haben das immer noch nicht repariert. Nein, ja? Warum? Ich habe ja Zeit, ich bin ja Rentner. Bitte, bitte einmal gucken Sie hier. Computer ist eine Maschine. Ja? Computer braucht auch die Reparatur. Verstehen Sie? Ja. Computer braucht auch die Reparatur. Deswegen sage ich Ihnen bitte. Okay. Kennen Sie das Lied? Ich bin doch keine Maschine. Kennen Sie das Lied? Ich bin doch keine Maschine. Kennen Sie das? Das ist ein schönes bitte, Lied. Schönes Lied. Weil Sie sind ein Mensch, oder? Ja, ja, ich bin keine Maschine. Habe ich da gesungen. Bitte, ich habe einen Herr Hansmann. Bitte versuchen Sie das zu verstehen. Bitte, ich habe Ihnen gesagt, Computer ist eine Maschine. Ah, jetzt habe ich es verstanden, aber super, danke. Okay. Danke. So, Computer braucht die Reparatur, okay? Ja. So, bitte warten Sie kurz. Ich checke hier auch etwas, wenn dieser Defender in diesem Computer aktualisiert ist. Warten Sie kurz, weil Windows, wir haben momentan keinen Schutzprogramm. Ja, Windows Defender habe ich ja, Windows Defender. Mhm. Warten, reicht der nicht? Ich checke das. Reicht der nicht? Bitte warten Sie kurz. Oh. Ich checke das. Seien Sie geduldig. Ja? So bitte, das zeigt Ihnen, es wurde keine unerwünschte oder schädliche Software ermittelt. Ja? Genau. Das stimmt auch. Aber bitte einmal gucken Sie hier. Ja, lieber Herr, Sie können das vertrauen, dann einmal gucken Sie hier, Herr Hansmann. Ah. Hier gibt es auch einige Probleme, Fehler und Warnungen.
Und bitte, wie alt sind Sie, wenn Sie fragen darf? Das fragt man doch nicht, ne? Ich bin 65 Jahre. 65 gerade Rentner. Okay. Okay. Aber hier gibt es auch einige Term-Dateien. Ja, hier gibt es auch einige Term-Dateien. Bitte, wenn Sie diese Term-Dateien sehen, dann das ist auch nicht gut für Ihren Computer. Ah. Ja? So, nun bitte, was ich Ihnen sagen müsste, Sie benutzen Internet durch LAN-Verbindung. Stimmt das? Ja, ein Kabel. Ich hab so ein Kabel, das geht in den Router und dann habe ich LAN. Das wollte ich Ihnen sagen. Ja, ich wollte gerne nur einen Bild zeigen. Ich hoffe, Sie verstehen das. Mhm. Versuchen Sie das zu verstehen. Okay? So, seien Sie geduldig. So, bitte seien Sie geduldig. Ich wollte gerne etwas beibringen. Wenn Sie das verstehen können, wäre das gut für Ihren Computer. Super. Ja? So, bitte nun gucken Sie hier. Warten Sie. Bild, oder? Verstehen Sie das? Oder ich helfe Ihnen dabei. Zum Beispiel, bitte. Hier gibt es, woher kommt dieser Problem? Ich wollte Ihnen das beibringen. Zum Beispiel, hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin da. Hier ist das Internet. Bitte, Sie wissen das schon. Im Internet gibt es auch viele gute Dinge und viele schlechte Dinge. Ja? Und wenn Sie einen Computerbenutzer sind, dann Sie haben natürlich, man braucht das Internet. Ja? Zum Beispiel, wenn irgendwelche Leute, oder wenn jemand Computer benutzt, dann man braucht das Internet auch. Ja, klar. Weil Internet ist auch ein Teil vom Computer. Und bitte, durch Internet kommen diese alle Probleme. Ich versuche Ihnen das Bild zu beibringen, weil Sie können hier sehen, diese alle, was Sie hier sehen, ist das alles Internet. Okay? Internet. Und Internet ist mit dem Router verbunden. Ja? Und das Router verbindet mit Ihrem Computer, mit ihrem anderen Geräten, zum Beispiel Drucker, Tablet, Handy, sowas. Mhm. Ja? So bitte im Internet, ich habe Ihnen schon gesagt, es gibt auch viele schlechte Dinge, ja, man kann das sagen, die nicht gut für Ihren Computer sind oder die nicht gut für Ihren ganzen Geräte sind. Ja? Deswegen durch Internet kommen diese Probleme. Und bitte durch diese Firewall, sehen Sie hier die Firewall, jeder kann das einfach Firewall trennen. Ja, das heißt, das ist eine Mauer, ne? Heißt Wall, ja, Mauer. Mauer? Ist das eine Mauer? Bitte, das ist die Mauer. Ach, eine Mauer. Das ist keine Mauer, das ist die Wand. Okay? Ach, eine Wand, bitte, keine Mauer. Ah, ja, okay. Eine brennende Wand. Das ist kein Wand und das ist keine Mauer. Ah. Das ist nur ein Bild Ihnen beizubringen. Das ist das Firewall. Ah. Ja? Firewall. Okay. Bitte Firewall, okay? So bitte durch Firewall, zum Beispiel, wenn Sie Ihren Computer durch Firewall schützen, dann ich wollte gerne Ihnen sagen, jeder kann diese Firewall einfach trennen, ja? Ah. Jeder kann das Firewall blockieren. Ja? Aber, wir haben ja die Mauer abgebaut, ne? Wissen Sie das? Wir haben ja vor vielen Jahren die Mauer abgebaut. Na, wir sind ja in Deutschland und wir haben ja verschiedene Mauern gehabt. Sie reden über die Berliner Mauer. Ja, genau. Über die Berliner Mauer. Mhm. Okay. Genau. Das wissen Sie. Das war gut. Das war sehr gut. Bitte, Sie sind sehr lustig. Ich wollte gerne sagen. Ah, ja? Entschuldigung. Sie verändern das Thema. Gerne. Lieber Herr Hansmann, einmal Sie sind das zu verstehen. Mhm. Bitte, das ist die Mauer. Aber bitte, in diesem Fall, auf dem Foto. Das ist keine Mauer, das ist die Firewall vom Computer. Firewall, okay? Keine Mauer. Firewall. Ja, bitte keine Mauer. Okay? Das ist die Firewall. Und hier auf diesem Bild, auf dem Foto, wird angezeigt, dass wir Ihre Geräte, Ihre Computer blockiert. Von den schlechten Leuten oder von den deadlichen Elementen und notigen Dateien. Ja, Sie benutzen Internet und Ihr Internet ist mit dem Router verbunden und Router verbunden mit Ihrem Computer, mit anderen Geräten. Ja, deswegen diese alle Probleme gehen im Computer auch, im anderen Gerät auch. So ist das. Ja, deswegen gibt es hier viele Probleme. Sie können hier sehen, Sie haben mich gefragt, woher kommen diese Fehlwarnungen? Okay. So kommen diese Fehlwarnungen. Jetzt habe ich es verstanden. Ich wollte Ihnen sagen, das ist nicht gut für Ihre Computergesundheit.
Ja, das ist nicht gut für Ihren Computergesundheit. So bitte, wenn Sie so viele Probleme haben, Sie haben das selber gesagt, Sie haben bemerkt, dass dieses Computer läuft sehr langsam, genau wie eine Schildkröte. Ja, ja? Schildkröte haben Sie gesagt. Ne? Ich würde, bei uns sagt ja, man langsam wie eine Schnecke, in Deutschland sagt man, wie eine Schnecke, nicht wie eine Schildkröte. Wie bitte? In Deutschland sagt man langsam wie eine Schnecke. Schnecke, kennen Sie die Schnecke? Ja, bitte, natürlich. Okay. Aber bitte, ich sage, weil ich sage das persönlich, ich habe gewusst, Schildkröte läuft langsam im Vergleich zu Schnecke. Ah. Langsam. Ah, okay. Langsam. Hm. Ich fühle mich gut, dass Sie mich korrigieren. Ja, Schnecke. Ich weiß, dass Schnecke ist einfach ein kleines Insekt. Das genau. Läuft auch langsam. Das läuft auch ja? Langsam. Mhm. So, bitte, wenn Sie so viele Probleme haben, so was ist für Sie mache, darf ich eine Liste für Sie machen und schreiben? Gerne, können, gerne. Wie viele Probleme Sie haben? Okay, und dann sage ich Ihnen auch, wenn Sie das bereinigen möchten. Okay. Mhm. Bitte, ich mache diese Schrift groß für Sie, damit Sie gut verstehen kann. Super, ich habe ja eine Brille normalerweise, ne? Ich muss dann immer. Oder soll ich die Schrift noch? So, die Schrift ist größer. Okay? Ah, super. Okay. Der Computer läuft langsam. Okay. Computer Warten läuft Sie. Langsam. Mhm. Okay. Warten Sie. So, nun Sie verstehen das. Okay. Ja. Computer läuft langsam. Wo kommen Sie her? Darf ich fragen, wo sitzen Sie? In Düsseldorf? Okay. Oder wo kommen Sie her? Ja, bitte. Ich wollte gerne Ihnen sagen, wir sind in Berlin. Okay? Ach, in Berlin. Ah. Ja, Sie hören sich auch an wie so ein Berliner. Die Berliner haben ja so einen Dialekt, ne? Sie hören sich an wie so ein Berliner. Okay. Ich bin ein Berliner. Sie sind auch ein Berliner? Nein. Ich komme aus Düsseldorf. Ich komme aus Düsseldorf. Okay. So, bitte warten Sie. Warten Sie bitte. Es gibt viele schädliche Elemente in diesem Computer. Okay, die sind sehr gefährlich für Ihren ganzen Computer. Okay. Auch unnötige Werbung. Sie haben das selber gesehen. Sie haben das selber gesagt, wenn Sie im Internet gehen, dann kommen diese unnötigen Werbungen. Ja, ganz viele. So, die machen immer Offerten. Okay. Die wollen mich alle einkassen. Bitte, das stimmt irgendwie. Ja. Ja, nicht jeder dritte Kunde sagt, die Werbungen sind sehr gefährlich für Ihren Computer. Ja. Okay. Ich gehöre dazu. Und ich bin der dritte Kunde. Ja. Ich bin der dritte. Mhm. Okay. Alle Treiber sind beendet. Alle Treiber beendet. Oh, wow. Ja, Sie können das selber wegmachen. Aber bitte, diese Dateien kommen wieder und wieder. Immer wieder. Weil es gibt unbezahlbare Temp-Dateien. Ja, in diesem Computer, die kommen automatisch. Ja? Die Temp-Dateien. Okay. Ja, bitte. Temp-Dateien. So. Bitte, wenn Sie so viele Probleme haben. Und es gibt auch keinen Schutzprogramm in diesem Computer. Verstehen Sie? Kein Zum Schutz Beispiel, vor Temp-Dateien. Wie bitte? Kein Schutz vor Temp-Dateien. Nein, Sie verstehen das falsch. Diese Temp-Dateien sind auch sehr gefährlich für Ihren Computer. Mhm. Ja? Und ich wollte gerne Ihnen sagen, wenn Sie ohne Schutzprogramm an den Computer laufen lassen, dann ist das auch riskierend. Momentan, Sie können das sehen, es gibt keinen richtigen Schutzprogramm in diesem Computer. Ja, Windows Defender, ne? Ist Windows Defender kein Schutz? Bitte, Windows Defender ist ein Teil von Windows. Ja, ein Teil von Windows. Einmal sagen Sie mir, wenn Windows Defender Ihren Computer schützen können, dann warum gibt es so viele Temp-Dateien? Ach, die Temp-Dateien. Da haben Sie recht. Warum kommen diese alle? Bitte, so wird dieser Schutzprogramm entwickelt. Ja, ich sage Ihnen nicht sowas, dass Sie müssen Schutzprogramm installieren, aber das ist ein Vorschlag. Wenn Sie das machen hätten, dann wäre das gut für Ihren ganzen Computer. Ah, super. Okay. Nun bitte, sage ich schon, wollen Sie diese alle Probleme bereinigen? Ja.
Okay. Ja, bitte, das stimmt. Ah, habe ich gut erkannt. Haha, sehen Sie. Sehen Sie. Aber bitte, ich habe Deutsch gelernt und dann Sehr habe gut. ich einen Kurs im Compu ich habe einen Kurs im Computer gemacht. Perfekt. Ja? Ach, Ich habe einen Kurs sind Sie gemacht. nicht von Windows oder von Microsoft? Sind Sie nicht von Microsoft? Nein, bitte, es tut mir leid, wir sind nicht von Microsoft, okay? Ah, okay. Okay? Ich sage Ihnen nochmal, wir sind nicht von Microsoft. Sie sind Ja? nicht von Wir Microsoft, Sie sind von Windows. ja. Bitte, wir können das Windows-Problem bereinigen. Ja? Ah. Zum Beispiel, bitte, wir haben unsere eigene Firma, Ah. okay? Bitte, wir helfen Sie dabei. Wenn Sie Ah. irgendwelche Probleme haben, dann können wir Ihnen dabei helfen. Perfekt. Aber Sind Sie das reicht nicht. Windows-Partner? Windows-Partner? Nein, nein, Ah. nein. Okay. Nein, bitte nein. Bitte, wir sind nicht von Microsoft, wir sind nicht von Windows-Partner. Ja, Okay. aber bitte, wenn Sie Probleme haben, dann können wir das bereinigen. Ja, Okay. der Diagnose ist kostenlos. Ja, Ah. aber wenn Sie das Problem wegmachen möchten, dann Sie müssen ein bisschen bezahlen. Ein Ja, dann bisschen, können wir, ja. unsere kostenlose Nummer mit Ihnen teilen. Ah, Okay, jetzt habe ich dann verstanden. können wir unsere kostenlose Nummer teilen. Und bitte, wenn Sie diese einmalige Reparatur bereinigen möchten, ja. Eine einmalige Reparatur kostet mehr als 99 Euro, mindestens in Deutschland. Okay? 99 Euro. Aber bitte, wenn Sie dieses Problem für. Also Sie haben nur einen Computer, oder? Ja, ein Computer. Wenn Sie einen PC für ein Jahr bereinigen müssen, Sie kriegen 12 Wartungen pro Monat. Okay? Das heißt, jeden Monat Ihr Computer wird repariert plus Technikerhilfe. Ah, Wenn Sie jeden irgendwelche Monat? Probleme Das ist ja kriegen. wie beim Auto. Jeden Mal. Ja, bitte, die Reparatur. Computer, ich habe Ihnen schon gesagt, Computer braucht eine Reparatur. Deswegen, wenn Sie das für ein PC ein Jahr bereinigen möchten, dann Sie kriegen 12 Wartungen bei uns, 12 plus Wartung. Technikerhilfe. Schön. Ja, jeden Monat. Und es kostet ungefähr 199 Euro für ein Muss ich den Jahr. Computer Ja. zu Ihnen bringen, damit Sie den warten? Nein, bitte, wir machen das online. Ich habe am Ah, Anfang habe online. ich schon gesagt, Online-Unterstützung. Genauso ist dieser die Computer-Diagnose ge gemacht habe. Ja, genauso ist dieser Computer-Diagnose gemacht habe. Deswegen machen wir das Gleiche. Okay? Ah, genau Wenn Sie so. für Ach ein so. PC. Ich dachte, ich müsste nach Berlin kommen. Ne? Nein, bitte, das wird was anderes, bitte. Sie denken das falsch. Okay? Ah, Wenn Sie okay. für ein PC 2 Jahre Wäre auch viel, ne? Ich arbeiten muss ja weit möchten, fahren. dann. Berlin, das sind so 600 Nein, Kilometer. bitte. Das ist schon ganz schön weit, Nein, ne? bitte. Und Sie ich, brauchen wer nicht weiß, wie ich Sie das vor dem machen soll, ne? Computer. Da kann ich ja Lieber überhaupt nicht. Das ist ja doch ganz schön weit. Und die Spritkosten und alles, ne? Wer soll das denn bezahlen? Ach so, ja, Entschuldigung. Herr Ja. Hansmann, Sie brauchen nirgendwo zu gehen. Sitzen Sie Ah. vor dem Computer und wir machen das für Sie. Habe ich ein Glück. Okay? Natürlich, Sie haben Glück gehabt. Okay? Und bitte, wenn Sie für 2 Jahre gehen möchten, dann Sie kriegen 24 Wartungen. 24 Okay? Watt. Ah. Plus Technikerhilfe. Okay? Aber zum Beispiel in der Sekunde, wenn Sie irgendwelche Probleme in Ihrem Computer haben, wir machen Ihnen alle Probleme weg. Und für 2 Jahre kostet es nur, wenn Sie 100 Euro noch extra bezahlen, dann es kostet für 2 Jahre 299 Euro. Ach, das ist Okay? ja So günstig. bitte. Ja, bitte. So, wie möchten Sie diese alle Probleme bereinigen? Für ein Jahr, für 2 Jahre? Dann Sie können selbst beurteilen, wie Ihren Computer vorher läuft und wie Ihren Computer nun läuft. So ist das. So bitte, wenn Sie das machen, wäre das gut für Ihren Computer. Ah, okay. Haben Sie auch 5 Jahre? Bitte. Wie bitte? Haben Sie auch 5 Jahre? Nein, bitte, wir haben das für 2 Jahre. Ah, 2 Jahre. Okay? Zum Beispiel in 2 Jahren, wenn Sie einen neuen Computer kaufen, dann können wir dieses kostenlos, Sie brauchen uns nur anrufen und wir tragen diese alle Dienste kostenlos in Ihrem Computer. Okay? Wir Ja, übertragen diese ja. alle Computerdienste in einen neuen Computer. Sie brauchen uns nur anrufen. Ach Okay? so. So ist das. So, bitte, wollen Sie diese alle Probleme für ein Jahr bereinigen oder für 2 Jahre? Kann ich mal eben kurz meine Frau fragen? Natürlich, Sie dürfen das. Sie haben vollkommen recht, lieber Den Herr kleinen Moment, Hansmann. die ist nur in der Okay, ich Küche. bleibe im Rat. Ja, kleinen Okay. Moment.
Ja. Dann kann ich die kurz fragen, ne, weil die hat ja so ein bisschen mitzuentscheiden. Helena, kannst du Okay. mal kommen? Kleinen Moment, bleiben Sie kurz dran. Helena! Hans, was ist los? Ja, Helena, ich soll dir jetzt hier so ein Computer-Reparaturprogramm kaufen. Soll ich das für ein Jahr oder für 2 Jahre kaufen? Ja, was kostet das denn? Ja, da gibt es 199 und 299 Euro. Ist ja eigentlich nicht so teuer, ne? Ja, Schatz, mach wie du meinst. Ich muss weiter kochen. Ja, okay. Danke. Sind Sie noch da? Ja, bitte. Ja, okay. Also meine Frau sagt, wir sollen 299 Euro nehmen. 299 Euro. Genau. Für Also 2 Jahre. für 3 Jahre. Für 2 Jahre. Für 3 Jahre, ja. Okay, bitte, dann schreiben Sie Ihren Namen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, alles. Alle ganzen Sachen. Was? Ich, ach, das ist Bitte, wir dokumentieren diese alle Informationen. ja. Okay. Bitte, wir machen hier sowas nicht. Sie sollen Ihren Namen, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, sowas alles schreiben. Okay. Schreiben Jetzt? Sie hier. Jetzt? Und dann, ja, warten Sie. Ja, ich Name, warte. Warte. Telefon, Telefon, ja. E-Mail und auch die Aha. Adresse, wo Sie in Deutschland wohnen. Adresse. Okay. Darf ich? Ja, bitte, dürfen Sie. Ach, was ist denn jetzt passiert? Scheiße. Alles weg? Alles weg? Wie komme ich denn da jetzt wieder dran? Sind Sie noch da? Irgendwas Bitte ist hier kaputt warten gegangen. Sie. Irgendwas ist hier kaputt Warten Sie gegangen. bitte. Ja. Warten Sie. Danke. Herr Hansmann, ich Sie habe kennen dort das Ü, ne? Deutsch Ja. gelernt. Ja? Ja, bitte, natürlich, ich kenne das. Ja, weil Sie es nicht Vielleicht könnten geschrieben Sie haben, auch. deswegen wunderte mich das. Sie haben ja keine Okay. Umlaute benutzt da oben. Deswegen dachte ich, Sie Okay, kennen keine bitte. Und Umlaute. wie möchten Sie bezahlen? Bitte durch Online-Überweisung oder Ja, klar. Sofortüberweisung? Kein Problem. Sollen wir sofort Online-Überweisung. machen? Haben Sie ein Konto? Sehen Sie mal ein Ja, Konto. bitte, warten Sie. Okay, bitte, Kontonummer, zuerst Bankleitzahl. bitte. Ich dokumentiere diese Information. Ich bitte Sie, ich diskutiere alles mit meinem Bezahlungsexpert. Okay? Ja, oh, der Bleiben Sie im Bezahlungsexpert. Sehr gut. Bankdirektor.
Bitte warten Sie momentan. Ich bitte Sie, machen Sie nicht. Achso, ich hab mich nur schon mal in meinem Konto angemeldet, damit ich Ihnen das überweisen kann. Achso. Bitte momentan nicht. Momentan Achso, nicht. Ich wollte Ihnen helfen. Ich dachte, wir machen das zusammen schön direkt. Kein Problem. So, Sind Sie müde? Sie machen so einen müden Eindruck. Nein, bitte nein. Ich bin nicht müde. Ach. Ich habe viel zu tun. Viel zu tun. Ja, ja, das glaube ich. Sie haben ja 24 Stunden auf, ne? Dann sind Sie ja immer da. Das ist ja wahrscheinlich anstrengend. Was haben Sie denn heute gegessen zum Mittag? Bitte, ich arbeite immer noch. Ich habe Konzentration. Ich will sofort Rabatt. Ja, bitte, vielen Dank, auf Platz zu bleiben. Mhm. Sie brauchen uns die Mehrwertsteuer nicht bezahlen. Ah, ja? Brauchen uns die Mehrwertsteuer. Sie brauchen nur 299 Euro bezahlen. Das ist ja geschenkt. Okay? Ja, Sie können das einfach denken, das ist ein Geschenk, so bitte nun, Sie können das sehen. Okay? 299 Euro, okay? Ah. So bitte, so nun, Sie können für diese Bankinformation die Überweisung machen, okay? Ja, danke. Und wie höre ich von Ihnen? Ich bleibe im Apparat, lieber Herr. Ach so, während ich überweise, das ist ja lieb. Wer ist denn die Dame hier? Sia bitte, Bella. Das ist Ihr Eigentümer, ja? Der Eigentümer, okay, von ja, IT-Service, oder was? Ja, kann man sagen. Ah. Okay. Aber okay. Was ist das hier? Groß-Berlin oder fangen deutsche Banken nicht mit DE an? Bitte, oder heißt das Groß-Berlin? Das ist die IBAN. Bitte, das IBAN. Ist die IBAN. Aber, okay, IBAN, aber deutsche IBAN fängt auch mit Deutsch an, oder? Bitte, das ist das Hauptkonto, okay? Hauptkonto. In United Kingdom, okay? In wo? Diese Bezahlung kommt direkt nicht zu uns an. Ach, nicht bei okay? Ihnen? Oder ist das okay, Ihre Freundin das, hier und ich soll zu Ihrer Freundin überweisen? Nein, das ist klar. Es tut mir leid, das ist keine Freundin. Das ist keine Freundin, das ist die eigene so. Tumor, okay? Das sind die eigene Freundin, okay? Wo ist denn Ihre Webseite? Okay. Kann man die Daten da vergleichen? Ist das hier Ihre Webseite, gmail.com? Wenn ich da ja, drauf gehe, ist das Ihre Homepage, bitte Gmail? Sie können, zum Beispiel, bitte hören Sie mir zu. Ich höre Sie zu. Ja, das ist die E-Mail zum Beispiel in der Sekunde, wenn Sie Probleme haben und wenn Sie uns nicht erreichen können zu dieser Nummer, okay? Ja. Wenn Sie nicht erreichen können, dann Sie können uns E-Mail schreiben und wir können in einer Stunde Ihnen sofort antworten. Ach, in einer Stunde. Ja, und Gmail ja. ist Ihre Seite, gmail.com, da finde ich Nein, die Daten. Bitte. Achso. Bitte, Gmail ist ein Server. Ein Server? Zum Beispiel jeder Server, E-Mail-Server. Okay? Ach, ein E-Mail-Server. Achso, Gmail. Deswegen, ja. Gmail, ja, E-Mail. Ah, sind die verwandt? Zum Beispiel, Sie Sie haben gmx-topmail.de. Ja, habe ich. Haben Sie gut aufgepasst. Sind Sie noch da? Ja, bitte, natürlich bin ich noch da. Okay, Hallo, der Ton war weg. Wie habe ich Sie nicht gehört? Nein, der Ton war nicht weg, bitte. Wir sind weit weg von Ihnen, deswegen ist das so. Ja, Berlin ist ganz schön weit weg, das stimmt. Berlin ist ganz schön weit weg. So, haben Sie Fragen oder sollen wir die Überweisung machen? Naja, aber ich dachte, hier steht eine Firma und ich überweise nach Berlin. Das ist ja ein bisschen komisch, bitte, oder? Nein, bitte, hier ist diese Firma IT Service Sicherheit. Mhm, genau. Okay? Ja. Sie können bitte im Empfängername, Sie können das schreiben, IT Service Sicherheit. Ach, das kommt an. Kein Problem. Mhm. Okay. Ja, kommt drauf an, bitte. Weil wo drauf? Weil manche Kunden brauchen den ersten Namen. Bitte einmal, wir lügen nicht. Ja. Wir sagen das ganz einfach. Sie lügen manche nicht. Kunden brauchen Ach so. Manche, bitte, warum lachen Sie? Ja, also Sie bringen mir auch zum Lachen. Das freut Sie? Mich. Herr das Hansmann. Danke. So, danke. Bitte. So, nun haben Sie Fragen oder sollen wir die Überweisung machen? Nee, wir können nach England überweisen. Ist doch England, oder? Okay. Okay, ja, bitte. Das stimmt. Ja. England. Das ist England. Ah. Ja. Nein, das. Ja. Bekommt das Königshaus die Überweisung oder wer ist das? In England. Bitte? Bekommt das Königshaus die Überweisung? Wenn ich nach Great Britain
Super. Aber wir probieren mal. Ich gucke mal gerade in mein. Darf ich in mein Online-Banking gucken? Warten Sie mal, da habe Ja, ich dann bitte. Online-Banking. Jetzt müssen wir hier auf Überweisung klicken. So, ach, jetzt bin ich. Moment, das muss ich nochmal zumachen. Scheiße. So, irgendwas ist hier schief gelaufen. Keine Ahnung. So, hallo, Konto. Meine Bank hat schon Pause, merken Sie? Die ist schon gar nicht mehr da. So, jetzt aber. So, aber ich habe ja genug Geld, Gott sei Dank. Da habe ich ja wirklich genug Geld. Ne? Überweisung. Ah, da, jetzt geht's. Das ist doch schön. Guck mal, jetzt können wir überweisen. Jetzt, da muss ich jetzt den Namen eintragen. Ja, ich Da soll muss. tragen. Wo ist denn die Rechnung? Wo ist denn die Rechnung? Ja, ach, da. Warte, wir müssen erst die Rechnungnummer Was? öffnen. So, die tolle Rechnung. Wo ist denn die Na da, da? Also den Namen, ja? Oder den Namen? Oder den Namen? Ja, wenn die Frauenname schreiben, dann ist das gut. Die Frauenname, ja, die können wir ja dranhängen, ne? Ja, machen wir. Warten Sie. So, IT-Sicherheit, Frauenname. Moment, voll. Kann. Ja, ich bin der Profi. Ich muss doch meiner Frau auch immer Geld überweisen, ne? Machen Sie sich keine Gedanken, ne? Alles gut. Alles gut. Da. So, ne? Oder? Das geht doch, oder? Das geht doch, oder? Ja, wenn Sie das so machen, warten Sie. Ja, ich warte bitte. Bitte warten Sie. Ja, ich warte Wenn Sie bitte. eine Ausnahme schreiben, dann ist das gut. Okay, durchgehen. Ach so, ist besser. So ist besser. Okay. Ja. So, machen Sie weiter. Ja, ich mach Und weiter. dann? Guck mal, was da rauskommt, ne? Sie mögen ja nicht, da muss das ja passen. Ne? Bitte, ich lüge nicht. Genau, haben Sie ja gesagt. Haben Sie ja gesagt. So. Was passiert denn da? Ah, okay. Er kennt die E-Mail anscheinend nicht. Normalerweise kommt er jetzt so, aber gut. Kontrollieren, gar kein Problem. 92. Okay, dann machen wir das. Heute? Heutige Datum. Heutige Datum. Nicht morgen. Heutige Datum. Heutige Datum. Heutige Datum. Heutige Datum. Ja, bitte. Heutige Datum. Geht nicht mehr. Geht erst am 20. wieder. Meine Bank hat schon Warten geschlossen. Sie. Das ist eine alte Bank. Das ist eine alte Bank. Die ist schon geschlossen. Hier geht nicht. So ein Mist. Ein Verwendungszweck, warten Sie mal, was soll ich denn als Bitte Verwendungszweck? Ne? warten Sie, warten Sie, warten Finger ist der Verwendungszweck, oder? Und, ah ne, warten Sie. Ich soll warten, wieso soll ich jetzt warten? Warten Sie. Muss ich die Rechnungsnummer angeben? Wo ist denn die Rechnungsnummer? Rechnungsempfänger? Was muss ich denn da reinschreiben? Kontonummer? Dort, Sie, bitte warten Sie kurz einmal, bitte. Hier, kennen Sie hier. Ja, ich bitte Sie. Wir bitte warten. warten Sie. Ah, okay. Hier warten. wählen Sie das heutige Datum. Ja? Ja? Ach da, Warten ich Sie, warte. bitte wählen Sie Ihr heutiges Datum. Geht nicht. Geht nicht. Haben Sie gesehen? Geht nicht. Ich kann mal reinschreiben. Okay. 17. Ja, jetzt geht's. Okay, Haben so Sie ist das gesehen? gut. Geschafft! Ich habe es geschafft! Super! Sie Super! haben das geschafft. Ich habe das geschafft. Und bitte Gut, im oder? Verwendungszweck schreiben Sie Ihren vollständigen Namen. Im Verwendungszweck. Nicht so, ne? Also, mein Name. Ach so, mein Name. Nein, Jetzt habe ich es verstanden. Jetzt ja, habe ich es Ihren verstanden. Namen schreiben. Ja. Bitte Vorname und Nachname. Das ist mein zweiter Vorname. Ich weiß auch Okay. nicht, warum meine Mutter mich Mittelfinger genannt hat. Ganz komisch. Naja, aber so geht's. Soll ich das speichern? In 2 Jahren muss ich ja bestimmt wieder speichern. Also IT. Moment, ach so, jetzt habe ich mich vertippt. Ich kann das ja speichern, ne? IT Sicherheit. Moment, halt aus Berlin mit. Moment, ich schreibe mal. Komischen Namen von Frau. Das kann man speichern. Das für mich nur, Bitte damit ich warten merken Sie, kann. Ich warte, ja, das ist das. kein Problem. Das ist kein Problem. Bitte einmal hören Sie mir zu. Ja! Machen Sie Spaß oder was? Was? Bitte hören Wo? Sie mir Ich zu. höre Sie zu. Bitte, Herr Hansmann, das ist das falsch. Bitte, ich habe nicht gesungen, das zu machen. Ich habe Sie gefragt, bitte, wenn Sie das für ein Jahr, für 2 Jahre machen müssen, dann Ja. wäre das gut. Wenn Sie sowas schreiben, wer schreibt das IT-Sicherheit aus Berlin mit komischen Namen von Frau? Sie beleidigen diese Frau? Bitte hören Sie Nein, mir zu nun. das ist für Bitte mich, hören Sie damit ich mir. das speichern kann. Sie Wissen Sie? beleidigen diese. Ich, Bitte, Sie beleidigen nein, diese das ist Frau. doch nur für mich, damit ich das speichern kann. Damit ich das merken kann. Ich bin ja Okay. alter Mann und ich Da, kann mir so Sachen nicht so okay, leicht bitte. Sie können merken. einfach schreiben, Computerservice. Ja? Das. Computerprofi. Ja, das kann ich auch schreiben. Warten Sie, schreibe Computer. Das Okay. ist lieb von Ihnen. Danke. Computer. Bitte. Profi, Bitte so, warten ne? Sie einmal. Computerprofi Bitte warten mit Sie einmal. Bitte warten Sie. Ja. komischen Namen von Frau. So. So ist besser? So ist besser? Okay, bitte warten Sie. Ja, ich warte, kein Problem. Computerprofi mit komischen Namen von Frau. Kein Problem. Ne? Kein Problem. Bitte Was machen Sie warten Sie jetzt? kurz. Ja.
Ja, bitte. Ach so, die wollen. Ach so, okay. Jetzt habe ich verstanden. Nun, warten Sie, ich muss nun, mal nun eben. Überweisen. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Ja. Warum haben Sie denn die Rechnung gelöscht? Bitte warten Sie kurz. Ja, ich weiterleite diesen Anruf zu meinem Vorgesetzten. Das ist sehr lieb von Ihnen. Dankeschön. Ich habe dem übrigens den Zugriff verboten, weil der hat angefangen, die Rechnung zu löschen. Wir brauchen die ja noch. Jetzt kommt der Boss. Boss! Hallo? Ja, was machen Sie das? Hallo, sind Sie der Supervisor? Warum nehmen Sie viel Spaß mit uns? Warum nehme ich wir viel Spaß mit Ihnen? Was denken Sie? Wir haben eine Stunde gegeben. Wir haben Ihre Computer diagnostiziert. Eine Stunde 21, okay, um genau Sie zu sein. Was Sie haben gemacht, bitte einmal sagen Sie mir. Warte mal, was habe ich? Eine Stunde sieben Warum Minuten. Eine Stunde sieben Minuten. Sie sollen nicht das machen. Warum ich das mache? Ich sage Ihnen das, wenn Sie mich mal kurz ausreden lassen, dann erkläre ich Ihnen das. Darf ich Ihnen das kurz erklären? Hallo, sind Sie noch da? Ich bin da, ja. Ich würde es Ihnen gerne erklären. Darf ich Ihnen kurz... So, bitte, nun, wir beide machen das Spaß. Nun, ich zeige Ihnen, was kann ich dagegen tun, okay? Gerne. Bisher, ich habe viel Geduld. Das ist sehr lieb von Ihnen. Bitte. Okay, nun, ich zeige Ihnen das. Verstehen Sie? Bitte, sind Sie Arschloch oder was? Ich... Ja? Der einzige Arsch, der hier ist, das sind ja wohl Sie. Ne? Sie zeigen hier Fehler, wo keine Fehler sind. Sie machen Probleme, wo keine Probleme sind. Ne? Also, Sie lassen mich nicht ausreden. Warum? Ja, hier, bitte. Hier. Bitte hören Sie mir, wenn Sie das schon gewusst haben, dass es kein Problem sind, ja? Dann warum haben Sie dann gerufen? Weil Sie ein großes, verdammtes Arschloch. Ah, das ist aber gemein. Sie können doch nicht Arschloch zu mir sagen. Meine Frau wird, die wird okay, Sie besuchen. Ich wollte gern. Ja? Bitte? Ich wollte gern mit dieser Frau reden. Mit meiner Frau? Ja. Dann sagen Sie dir ja nachher, ich bin ein Arschloch. Das mag die bestimmt nicht so gut. Wollen Sie die wirklich sprechen? Die ist nicht nett. Ich kann Ihnen das schon sagen. Soll ich Ihnen meine Frau geben? Mache ich gerne. Helena! Der komische Mann mit dem Namen von die Frau möchte dich sprechen. James, bist du noch da? Bond? James Bond, bist du noch da? Hallo, du Arschloch Bond, bist du noch da? Du hörst mich doch. Komm, mach die Kopfhörer frei. Muss ich jetzt auflegen? Nö, ich habe lange Zeit. Hallo. Da ist er wieder. Hallo Bond, erzähl, was ist los? Erzähl. Okay. So, sollen wir das Gespräch weiterführen, weitermachen? Oder gerne. Sollen wir hier beenden? Gib mir doch mal deinen Chef bitte, den Boss, den Supervisor. Ja, ich bin dein Chef. Du bist mein Chef? Okay. Ja. Dann hör mir mal zu. Du siehst ja noch meinen Bildschirm, richtig? Siehst du? Windows hat ihren. Du siehst das, oder? Ich habe Ihnen doch gesagt, wir sind in Berlin. Du hörst mir mal zu. Du siehst in meinem Bildschirm, oder? Du siehst doch das Bild, richtig? Ich sehe das Bildschirm immer noch. Super. So, und dieses Bild, was da gezeigt wird, das ist ja die reinste Verarsche. Das heißt, ich werde zu euch gelockt mit einer Verarsche. Dann komme ich zu euch und dann verarschst du mich nach oben drauf. Du setzt quasi der Verarsche noch eine Krone auf. Machst also quasi hier den König aller Verarsche. Weil sie ein großes
Arschloch bin. Wie fühlst du dich denn damit? Bist du zufrieden? Stehst okay, du morgens auf und willst Ihnen. Leute abzocken? Erzähl mal. Ihnen, bitte, ich sage du Ihnen darfst, schon. Sie du darfst Hans sagen. Du kannst Adolf du Arschloch sagen. Nein, hören Sie mir. Bitte, kennen Sie Adolf Hitler? Was hat der denn jetzt damit zu tun? Was hat der jetzt damit zu tun? Ihnen. Der ärgert ihn. Ich sage Ihnen den Grund. Ich sage Ihnen das. Gerne. Ja, Adolf bitte. Hitler hat mit den solchen Leuten gut gemacht. Und ah, das ist schön. Oh, oh, oh. Ja, jetzt hauen wir aber richtig auf die Brause. Hast du keine bessere Idee? Du bist doch ein schlauer Typ, oder? Du hast doch Germanistik studiert. Du sitzt in Indien und hast Germanistik studiert. Dann wirst du doch wohl mit deinem Talent mehr anfangen können, als irgendeinen Scheiß zu machen. Bitte, erzähl bitte doch mal. Weiß deine Mama, dass du hier so eine Kacke machst? Weiß deine Mama das? Weil wissen deine Kinder, dass du Deutschland abzockst? Herr Arschloch. Das, Herr Hansmann, bitte Hansmann Arschloch, wenn überhaupt. Ja? Weiß deine Mama, dass du jeden Tag Deutsche abzockst? Weiß die Mama das? Erzähl mal bitte. Ich habe keine Mutter. Ja? Das ist schade, das ist schade. Welchen Glauben hast du denn? Bist du Buddhist oder so? Du weißt ja, wenn du Leute verarschst, dass du dann in deinem nächsten Leben als Ratte wieder auferstehst. Was ist denn damit? Möchtest du gerne Ratte sein? Vielleicht wirst du auch Heuschrecke, dann hast du nicht so lange zu leben. Das ist gut, dann kannst du nicht so viel Fehler machen, dann stehst du danach wieder als vernünftiger Mann auf. Okay. Achso, ich hatte... hast du mich jetzt angerufen? Das ist ja lieb von dir. So. Bitte hören Sie mir zu. Ja, gerne. Sie haben etwas gesagt, das, was meine Mama wusste. Was haben Sie gesagt? Einmal sagen Sie mir nochmal. Ob deine Mama weiß, was du hier für eine Abzocke machst? Das frage ich mich. Ob die weiß, dass sie ihren Sohn studieren geschickt hat, für teuer Geld, also richtig viel Geld für ein Germanistikstudium ausgegeben hat, damit der dann am Telefon Leute abzockt? Das war meine Frage. Okay, wissen Sie was? Nun hören Sie die richtige Antwort. Danke. Ja? Danke. Bitte hören Sie die richtige Antwort. Aber nicht so heftig, sonst bitte. Muss ich das rauspiepen. Sonst, weil wir sind hier bitte. Live. Wir sind live im bitte. Internet und dann die mögen nicht bitte so richtige, hören. Gute Antworten. Nun bitte, ich wollte gerne Ihnen nur eine. Gerne. Ich habe Sie angerufen, um eine Antwort zu geben. Ich war ein junger Mann. Ja? Gerne. Als 22 war ich ein junger Mann. Ja? Aber ich habe einen Ausländer getroffen. Okay? Ich habe einen Ausländer getroffen. Er heißt. Wissen Sie, was er heißt? Ja? Er heißt Adolf. Verstehen Sie? Adolf Wagner. Ja? Der Mann ist Adolf Wagner. Und wissen Sie, was hat er zu mir gesagt? Ja? Nee. Er hat nach Indien besichtigt. Ja? Er hat mir gesagt, nie. Ja? Hören Sie mir zu, ja? Warum vergeudest du deine Zeit, ja? Denn es gibt so ein einfaches Tipp, ja? Das Geld zu verdienen. Wissen Sie, was er gesagt? Es gibt so ein einfaches Tipp, das Geld zu verdienen. Er hat Deutsch beigebracht. Und er hat mir alles beigebracht, ja? Wie geht das machen? So bitte sagen Sie mir, wer ist daran schuldig? Ach so. Also man gibt die Schuld einem anderen. Deswegen hast du ein gutes Gewissen, weil du gar nicht schuld bist. Du bist nur die Frucht fremder Lenden oder so. Sagen Sie mir, wer ist daran schuldig? Du. Du bist schuld. Du bist schuld. Okay, bitte. Du bist doch schuld. Was hat der Adolf gesagt? Und bitte hören Sie die ganze Geschichte zu. Gerne. Ja? Hören Sie die ganze Geschichte zu. Gerne. Er hat uns auch was gedacht. In Deutschland. Wissen Sie, Deutschland gibt es viele dumme Leute, Idioten. Ja? Die haben jeden Tag steht einer auf. Natürlich, das stimmt. Ja? So bitte, es gibt viele Idioten. Ja? So, wenn es so viele Idioten gibt, ja? Dann müssen wir von ihnen profitieren. Und sie wissen das schon. Nun, ich sage Ihnen alles, bitte. Wenn sie die Macht haben, wenn du an der Macht bist, ja, dann kannst du uns aufhören. Ja? Ich rufe jeden Tag viele deutsche Kunden an. Ja? Ich nehme von ihnen viel Geld. Okay? Ich bin hier ein Millionär.
Verstehen Sie? Mhm. Wenn du etwas tun kannst, ich gebe Ihnen die Erlaubnis, alles was zu machen, was Sie dagegen tun können. Ja? Mhm. Und so, nun, ich habe die Chance gegeben. Ja? Bitte teilen Sie diese Nachricht. Ja? Du kannst diese Nachricht, was die, du kannst meine Wörter, ja, das alles sagen kann. Mhm. Ja? Also eigentlich so, bist du da ganz netter, oder? Du bist doch eigentlich hast du doch, bist doch bestimmt nett. Du gehst abends nach Hause, küsst deine Kinder auf die Stirn beim Gutnachtsagen. Oder? Ich habe keine Kinder. Ich habe keine Familie. Ach, du hast keine Kinder. Ich bin Kinder. Hier allein. Schade. Ich mag Alleinsamkeit. Du bist Slumdog-Millionär. Bitte, ich mag hier Alleinsamkeit. Deswegen ja. bin ich hier. Deswegen sitzt du auch im Callcenter, ne, mit 20 Leuten hinter dir. Egal, 40 Leute. Ja? 40 Leute, egal. Ja. 40 Abzocker. 40 Mal Deutsche abzocken. Das ist doch cool, oder? Du bist auch ein Arztkrieger, okay? Nein. Ich bin Patriot. Ich kämpfe für Gerechtigkeit. Ich habe eine Frage. Gerne. Ich habe jetzt Deutsch gesprochen. Ich spreche gut Deutsch, soll ich noch verbessern? Dann müsste noch verbessert werden, dann ein bisschen besser. Dann ist die Masche besser ab. Also ein bisschen besser wäre gut. Ne? Könnten Sie mir dabei helfen? Ich helfe immer, klar. Ne? Aber nur, wenn du nachher ehrlich bist und dein Talent für ehrliche Arbeit nutzt. Für ehrliche Arbeit. Okay, sag mal die ehrliche Arbeit. Okay, sag mal. Ja, du könntest zum Beispiel Programmierer werden oder du könntest in Indien, da wo du wohnst, könntest du Leute durch die Gegend führen als hier Sightseeing-Direktor oder so. Oder du gehst auf ein Feld und bestellst die Felder. Oder du machst einen Kiosk auf zum Beispiel. Kannst Brot backen. Ich kann dir Brot backen beibringen. Bitte sagen Sie mir den Beruf, in dem ich ganz gut verdienen kann. Also in Deutschland haben wir für so Leute für dich haben wir immer Verwendung. Immer. Also wir haben ja viele Jobs. In dieser Firma verdiene ich ganz gut. Ah, du hast ja gesagt, aber bist Millionär, hast du gesagt. Aber bitte, hören Sie mir zu. Sag mir, wenn ich nach Deutschland fliege, wenn ich zu dir komme, gibst du mir einen richtigen Job? Wenn du versprichst, aufzuhören mit der Abzocke, klar, warum denn nicht? Wir brauchen Fachkräfte, wir brauchen Windows-Ingenieure. Wenn ich nach Deutschland fliege, oder willst du das alles zur Polizei informieren und mich verhaften? Nein, dann hast du ja bewiesen, dass du kommst, dann kriegst du eine zweite Chance. Jeder braucht eine zweite Chance. Und dann passt das. Ja? Kannst du gerne kommen. Okay. Kommst du schön geflogen jeder nach Düsseldorf mit India Airlines. Ja. Worauf warte ich jetzt? Warten Sie, ich bin hier noch. Ja. Okay. So, bitte einmal sagen Sie mir, wo wohnen Sie in Deutschland? Düsseldorf. Ich bin zu Ihnen ehrlich. Düsseldorf. Naja, ehrlich, so mehr oder weniger. Also gerade habe ich das Gefühl, du bist ehrlich. Gerade war eben. Ne? Okay, bitte. Ich bin ehrlich, aber bitte, ich habe kostenlos Diagnose gemacht. Aber man soll dafür ein bisschen bezahlen. Es wäre besser, wenn ich die Polizei mitbringe und sage und informiere Ihnen, dass dieser Mann hatte von mir die Arbeit gemacht, aber er hat dafür nicht bezahlt. Das ist eine gute Idee. Was meinen Sie denn, was unsere Behörden dazu sagen werden? Könnten Sie lauter sprechen? Könnten Sie lauter reden? Ich sage, was meinen Sie denn, was unsere Polizei dazu sagen wird? Bitte wissen Sie, was bedeutet Bestation? Ja? Bitte, ich weiß nicht oder Sie wissen das nicht, bitte. Bestation ist auch ein Wort. Ja. Was für ein Wort? Beschissen? Bestation. Baby Bertha Evil Station. Die Bestechung. Ach, Bestechen. Okay. Eine Bestechung. Okay, ja, das ist bei euch vielleicht üblich. In Deutschland ist das eher selten. Lassen Sie mich meine Gedanken zu Ende führen. Gerne. Ja? Natürlich. Lassen Sie mich meine Gedanken zu Ende führen. Wenn Sie mir bedrohen möchten, die Polizei kommt hier und mich verhaftet, dann wollte ich gerne dir sagen, der Offizier. Ja. Der Offizier sitzt nebenbei mir. Ja? Der Offizier sitzt nebenbei mir und er hat keine Macht. Er ist nicht an der Macht, mich zu verhaften. Ah. Verstehen Sie? Ja, ja.
Das ist bei euch so, ne? Daran bitte. Ich habe Ihnen schon gesagt, ich bin Millionär. Ja. Ja. Ich habe von deutschen Leuten viel Geld verdient. Perfekt. Ja? Und ich kann das halbe Deutschland kaufen. Echt? Okay? Cool. Ja, ich kann das halbe Deutschland kaufen. Cool. Ich bin begeistert. Und alles mit Abzocke. Wahnsinn. 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 Bitte. Ich finde das schön, dass du das mit Humor nimmst. Aber ich finde es schade, dass du dein Talent so vergeudest. Ne, normalerweise sollte man dieses Talent echt besser verwenden. Ne? Was denn mit Pflege, Altenpflege? Hast du schon mal daran gedacht? So ein bisschen Altenpflege? Hm? Bitte, Sie denken etwas falsch. Ich denke was falsch? Nein, nein, nein. Bitte, ich habe mein Talent, ja? Und ich benutze das. Ja, naja, zum Klauen, zum Abzocken. Ne? Also ist ja kein ehrliches Geld. Ne? Ist ja nichts. Ist ja kein ehrliches Geld. Das ist kein ehrliches Geld, aber bitte, Doc, bin ich Millionär. Naja. Ich bin Millionär. Was sagt der liebe Gott dazu, wenn du vor seine Pforte trittst? Der Gott will mich belohnen. Der Gott will dich belohnen. Okay. Das glaube ich aber kaum. Das glaube ich aber kaum. Ich glaube dran. Und bitte wissen Sie, was ich mit dem Geld mache? Ja? Ich gebe das ganze Geld, ja, für die armen Leute aus. Das ist gut. Finden Sie das gut? Robin Hood. Finden Sie das gut? Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich besichtige nach Tempel, ich besichtige nach Moshe, ja. Ich besichtige in der Küche auch, ja. Und ich gebe mein ganzes Geld, ja, die ich von hier verdiene, ja. Die ich von diesem Büro verdiene, gebe ich das alles aus für die armen Leute. Mhm. Also nun sagen wir, mache ich gut oder schlecht? Naja, das rechtfertigt ja nicht den Fehler von vorher, ne? Ich kann ja mit so einer Methode mich nicht wieder reinwaschen, das geht nicht. Ich kann nicht Unrecht mit Recht wieder ausgleichen. Also das, wir haben ja kein Punktekonto, ne? Ich habe hier 100 Punkte für Abzocke in eine Miese. Dann nehme ich jetzt mal 3 Rupien und spende die, krieg wieder 100 Konto plus. Das wäre zu einfach. Das geht leider nicht. Das in der Zivilisation, und wir sind ja in Deutschland in Zivilisation, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, da funktioniert das leider so nicht. Auch wenn das ehrenhaft ist, so wie Robin Hood, ist das leider trotzdem leider nicht korrekt. Keiner möchte abgezockt werden. Nein. Was ist nicht korrekt? Nicht korrekt. Ja, dass ich Geld klaue, um das den Armen zu geben. Ich meine, das ist wie Robin Hood, gar keine Frage. Finden wir alle toll, haben wir als Kinder, wollten wir alle Robin Hood sein. Aber wir klauen Geld und verteilen das unter die Armen. Das ist natürlich schlecht, ne? Hast du aufgelegt? Oh, nee, warte. Achso, du bist nur von meinem Computer weggegangen, ne? Das macht Sinn. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja. Sagst du mir noch deinen richtigen Namen? Also nur den Vornamen, damit wir uns schön verabschieden können, wir beide. Damit wir uns lieb haben. Warum wollen Sie meinen Namen wissen? Damit ich weiß, wenn ich dich nächste Mal anrufe, damit ich weiß, mit wem ich zu tun habe. Du kennst ja jetzt meinen Namen, ich bin der Hans. Wie ist denn dein Name? Mein Name ist Klaus. Ist klar. Klaus, war nett mit dir zu telefonieren. Ist schon spät. Ja, ne? Wir haben 18:41 Uhr in Deutschland. Wie viele Leute rufen Sie uns an? Bitte stören Sie uns nicht. Ja? Wir machen hier das Geschäft. Danke, Klaus. Grüß schön. Hallo. Ne? Du bist der Beste. Du weißt das. Bitte. Ne? Klaus, du weißt das. Ne? Danke dir. Ich finde das super nett von dir. Ich bin der Gleiche, mit dem Sie vorher gesprochen haben. Und einmal sagen Sie mir, wie viele Leute rufen Sie uns an? Nicht der Klaus? Nicht der Klaus? Haben mehrere angerufen? Das freut mich. Ich habe Ihre Nummer ein bisschen verbreitet, damit so ein paar Leute anrufen können. Ich bin der Millionär. Der Klaus. Der Klaus. So. Ja. Grüß schön, Klaus. Ne? Ich habe eine kleine Frage. Ja, bitte. Oh, dann nehmen wir noch kein Ende. Wie viele Leute rufen Sie uns an? Wie viele Leute rufen Sie uns an? Jetzt muss ich versuchen, wie oft ich Sie anrufe. Soll das heißen, wie oft ich Sie anrufe?
verstehe leider nicht die Frage. Wie viele? Hallo? Ja? Hallo? Hallo? Ja, sagen Sie mir, was wollen Sie jetzt? Ach, wer ist da? Ist nicht mehr Klaus da? Klaus? Ja. Bist du jetzt der Boss? Ja, ja, ich bin Klaus. Wer bist du denn? Erzähl doch mal, warum bist du denn jetzt an den Apparat gekommen? Hat der Klaus keine Lust mehr? Klaus ist beschäftigt mit einem anderen Kunde. Na, der muss den nächsten abzocken, das kann ich verstehen. Der muss ja irgendwie Butter auf Brot kriegen und dann seine Kinder füttern, die er nicht hat. Ne, der spendet ja an die Armen, hat er ja gesagt. Das ist ja total nett. Er hat ihnen die Wahrheit gesagt. Der hat mir, das ist nett von ihm. Ne, also in dem einen Punkt, ne, also beim Computer hat er mir ja keine Wahrheit gesagt. Da hat er nur Müll erzählt. Ne? Das ist so. Ne? Das weiß ich nicht, aber die Wahrheit war, dass er verdient alle Geld und verteilt er in einem armen Kunde. Ja, das ist lieb. Das ist lieb. Machen Sie das auch? Machen Sie das auch? Bitte? Machen Sie das auch? Nein, ich mag nicht. Sie haben Kinder? Klaus. Nein, nur Klaus macht das. Nur Klaus macht das. Nur Klaus macht das, ja. Ja. Das, ja. Wir cool. denken, also alle Leute im Büro denken, dass Klaus also verjuckt ist, aber Klaus sagt, dass ich bin nicht verjuckt, ich mag das, mit Geld zu. Gutes zu tun. Ja, schön. Ja. Das ist super. Das ist super. Das sind Sie jetzt super. Der Boss vom Klaus oder ist Klaus der Boss? Klaus ist beschäftigt eigentlich. Ah. Nein, wer ist der Boss bei Ihnen? Ihr Supervisor. Wer ist denn der Supervisor? Ja. So, können Sie mir sagen, finden Sie Klaus Arbeit gut? Also ach, Sie möchten eine Bewertung. Nein, die Arbeit von Klaus war nicht gut. Okay, können Sie mir auch einen Grund geben, warum? Ja, er hat Fehler aufgezeigt, wo keine Fehler sind. Okay, was hat er Ihnen gezeigt? Können Sie mir auch erklären? Gerne, kein Problem. Ja? Er hat mir gestoppte Systemprozesse gezeigt, die durchaus gestoppt sein dürfen. Aber er hat gesagt, das wäre ein Fehler. Das war nicht so. Dann hat er mir Fehlermeldung gezeigt. Ja, kann ich Ihnen zeigen. Und zwar in der Ereignisliste von den administrativen Ereignissen. Dort sind Fehler aufgezeigt, die aber in Wirklichkeit überhaupt kein Problem darstellen. So Fehler kommen alle Minute. Somit hat der Computer gar kein Problem. Dann hat er gesagt, dass temporäre Dateien, dass die immer wieder kommen. Und da hat er recht. Das war richtig, da hat er recht, temporäre Dateien kommen immer wieder. Also von 5 Sternen kriegt der Klaus 1 Stern. Dann hat er mir gesagt, dass der Windows Defender meinen Computer nicht schützen würde. Und da muss ich sagen, wenn ich das Bill Gates erzähle, dann ist der stinkesauer. Da kommt der bestimmt nach Indien und haut dem Klaus auf die Finger und sagt, das ist so nicht richtig. Mein Windows Defender ist super. Super. Okay. Ne? Also von 5 möglichen Sternen bekommt der Klaus 1 Stern. Jetzt kriegt er aber noch ein Fleißsternchen von mir, weil er sein Geld, was er vorher illegal anderen abzockt, den Armen spendet. Somit tut er ja was Gutes. Ich weiß nur nicht, ob nach dem Buddhismus das aufwiegt, weil gibt es ein Punktekonto im Buddhismus? Das weiß ich gar nicht. 100 Minuspunkte abzocken und 200 Minuspunkte, Pluspunkte spenden. Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Aber das wissen Sie ja am besten. Ob der jetzt als Ratte wieder aufwacht oder als König, das kann ich Ihnen nicht beurteilen. Möchten Sie noch etwas wissen? Ja, ich möchte noch etwas wissen. Gerne. Ich möchte wissen, also wie haben Sie die Sprache gefunden? Die Sprache? Ich habe meine Sprache von Anfang an gelernt. Das ist kein Thema. Aber ich muss sagen, die Geduld ist super nett von Ihnen und die haben recht, wir machen besser Pause. Ne? Danke für alles, danke für die Aufmerksamkeit. Schöne Grüße nochmal an Klaus. Grüßt mir alle und hört auf, die Leute abzuzocken.
So, da sind wir. Mann, 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 das war ja Wahnsinn. Haben wir schon mal eine Stunde, keine Ahnung, 47 nur mit einem telefoniert? Ich glaube nicht. Ne? Oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht, wie ich das alle beschreiben soll. Ich denke, ihr habt ja selber gemerkt, wo das Problem ist. Also normalerweise, hier wurden natürlich wieder nur Probleme gezeigt, wo gar keine Probleme sind. Und das ist natürlich das größte Problem, dass die immer Probleme zeigen, wo gar keine Probleme sind. Das heißt, die wollen natürlich nur an das Geld, an das Beste. Und was hier besonders bedenklich ist, die wollen dabei sein, während ich die Überweisung mache. Ja? Ich habe von der Kundin gehört, die war bei uns gewesen, dass die diese angebliche Überweisung, die werden die dann abbrechen. Und zwar werden die in dem Moment, wo die Überweisung ausgeführt wird, ja, halten die was davor und sagen, die Überweisung hat nicht stattgefunden. Dann geht's los, dass die sagen, die Überweisung muss nochmal ausgeführt werden. Und so sind die in der Lage, tatsächlich massenhaft abzuzocken. Das heißt also leider, die Kundin, die hier betroffen war, die hat dreimal den Scheiß bezahlt. Dreimal. Das muss man sich mal vorstellen, weil die da das so quasi davor gemacht haben. Und das geht natürlich nicht. Man darf niemals da eine Überweisung machen oder denen die Kontodaten zeigen. Für alle, die aufmerksam waren, haben ja bestimmt gesehen, dass es sich bei meinem Konto um ein Demo-Konto gehandelt hat. Ne? Also von daher alles gut. Ne? Ich würde denen ja niemals mein echtes Konto zeigen. Ne? Also es war ein reines Demo-Konto von der Norris Bank. Musste ich deswegen auch schnell öffnen, damit die das nicht sehen. Also der Wahnsinn. Also die waren jetzt, die setzen die Krone auf. Ich hoffe, die schalten die Nummer nicht so schnell ab. Dann rufen wir da noch ein paar Mal an. Nur heute nicht mehr. Wir haben schon 18.49 Uhr. Der Marcel, der Arme, der sitzt hier nebenan und wartet auf Feierabend. Weil wir haben um 18.30 Uhr normalerweise geschlossen. Ist auch gut. Es wird ja langsam langweilig. Ne? Der eine hat dann schon geschrieben, boah, hör auf, leg auf. Ist auch wirklich wahr. Weil ich weiß gar nicht, warum die so viel Geduld haben. Ne? Wenn ich an die anderen Telefonate denke, da hat ja noch nie einer so viel Geduld gehabt. Ne? Ne? Also, Wahnsinn. Ne? Ne, hier der Chaos-Titan schreibt, klar, dass es kein echtes ist. Ich wollte es aber nur noch mal erwähnen, ne, das Konto. Ne? Ja, super. Ich glaube, wir haben heute einen neuen Rekord. Über 60 Leute in der Spitze gehabt. Das freut mich natürlich, dass ihr das guckt. Wir bleiben natürlich am Ball, werden die Abzocker weiter auf ihre Fehler aufmerksam machen. Leider waren die ja für Argumente nicht so gut zuträglich. Er hat ein Stück weit sich geöffnet vielleicht. Ich weiß es nicht. Ne? Also die sind halt mit allen Wassern gewaschen. Da kann man nichts machen. Ne? Ich sag mal danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao, würde ich auch sagen. Wir hören voneinander. Achso, stopp, stopp. Noch nicht auflegen. Noch nicht weggehen. Noch nicht weggehen. Bitte nach dem Video, also nachdem das hochgeladen ist, nochmal Kommentare reinschreiben. Ne? Das wäre ganz nett, damit das Video, dann kommt das nach oben. Daumen hoch nicht vergessen, Abo nicht vergessen für alle, die noch nicht abonniert haben. Jetzt aber tschüss, bis zum nächsten Mal.